Herzlich willkommen bei Eschers Tarot, bei einem kurzen Wochenimpuls. Ich bin beim Sternzeichen Jungfrau. Drei Karten sind zu viel, die dürfen nicht rausfallen. Ich mische nochmal weiter. Die Jungfrau, Kalenderwoche 6. Und die beginnt am 6. und endet am 12. Februar. Das ist doch mal was. So, der Magier ist bei dir rausgefallen, liebe Jungfrau. Jetzt legen wir noch eine zweite Karte daneben für den Kontext. Hier, alles klar. So, liebe Jungfrau, wir haben hier einmal den Magier und wir haben den Pagen der Münzen. Zwei extrem interessante Münzen, weil, Quatsch, Münzen, Karten. Karten, weil sie so ein bisschen, sie zeigen so im Grunde genommen so eine gleiche Energie. Da ist so was sehr Geschäftiges. Hier ist Kompetenz, hier ist Fähigkeit, hier hat man alle Werkzeuge auf dem Tisch, die man braucht. Und hier kommt der Impuls, um irgendetwas produktiv zu machen. Vielleicht um auch Sicherheit zu schaffen, eine gewisse Bodenständigkeit, sein Einkommen zu vermehren, so dass man dann halt Sicherheit hat später fürs Alter. Sowas in der Art kann das sein. Gleichzeitig ist es aber auch so, der Page der Münzen zeigt auch manchmal so gewisse Überraschungen in Sachen Sicherheit. Wobei ich aber bei den Überraschungen jetzt gar nicht so davon ausgehe. Ich glaube eher, dass der Magier hier aufgefordert wird, sich eher in Richtung Münzen zu orientieren. Also er hat ja hier die Kelche auf, einen Kelch auf dem Tisch und den Stab und das Schwert. Und jetzt soll er sich aber mehr so Richtung Münze orientieren. Das heißt, weniger diese ganze Gefühlswelt bearbeiten in der persönlichen Entwicklung, sondern gerne auch mal in Sicherheit investieren. Also einfach auch in sichere Projekte investieren. Lieber in etwas, was man kennt. Und nicht in etwas, was man nicht kennt. Also neue Sachen eher meiden und gucken, dass man auf Altgewohntes lieber da sicher baut. So, das würde ich tatsächlich sagen. Gleichzeitig hier, wie gesagt, die Fähigkeiten, die du hast und die du kennst, die einsetzen und nicht so viel Neues probieren. Also keine neuen Fähigkeiten ausprobieren in dieser Woche. Hier geht es tatsächlich sehr um Festigkeit und um Sicherheit in dieser Kartenlegung. So. Okay, das war dein kurzer Wochenimpuls. Wie gesagt, das soll immer sehr kurz bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.